Und herzlich willkommen zu Blood Bowl 2 mit Arezu. Ich bin Arezu. Mit dabei ist. Oh, verdammt. Osning. Ja. Osning wünscht einen wunderschönen guten Abend allen Twitch- und YouTube-Zuschauern. YouTube, nicht Twitch. Ah! Twitch nur für Streams. Ah, okay. Kann auch werden. Aber ich habe dich gestört in deiner Anmoderation. Nee, überhaupt nicht. Nein, nein. Hätte zu dem Zeitpunkt ja eh schon fertig sein müssen. Ich musste nur noch mal schnell den Namen nachschlagen. Mit den Amazonen www. Das heißt, ganz, ganz viele Frauen heute auf dem Feld. Aber nicht nur wegen der Amazonen, sondern auch wegen Roxana. Ich hatte nämlich tatsächlich Portokasse. 580.000 Mark. Weil Osning offenbar nicht gerewardet hat sehr lange und deswegen hohen Teamwert hat. Was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Das passiert mir nicht. Und das andere, was ich mir geholt habe, ist der Halbling Meisterkoch. Der ärgert der ärgert mich immer so, deswegen dachte ich mir, hole ich ihn mir mal. Ja, das ist gleich schlechte Laune zu Beginn, ne? Wieso? Hast du die Anzeige gehabt? Ja, du hast mir zwei Wiederholungswürfe geklaut. Und du hast immer noch vier. Also ich sehe, warum du diesen riesen Teamwert hast. Ja, aber ich habe vorhin damit geprahlt, dass ich die gelegentlich auch brauche. Das hat sich jetzt erledigt. Nicht das Prahlen, aber das Brauchen. Ach, wenn du weniger hast, dann brauchst du auch nicht so viel, ja? So, Bruce Banner. Einer der wenigen Spieler, den Osling eben erkannt hat. Beim Schmulen auf die Spielerliste. Ich mache das ja erst immer später. Wen will ich denn vorne haben? Rupert Jite zum Beispiel hat er nicht erkannt. Aus dem Buffy-Universum. Das stimmt. Weil der Name Buffy sagt mir natürlich was. Das ist ja die gute Hexe. Oder hat Hexenfähigkeiten oder. Sie ist eine Jägerin. Das heißt, sie hat. Hat sehr hohe körperliche Fähigkeiten und einen gewissen Instinkt, um Vampire und Dämonen effektiv bekämpfen zu können. Ah, okay, dann habe ich die Serie doch zu wenig gesehen, aber die Überschriften habe ich immer mal wieder gelesen und gesehen. Gut, nächster Krieger. Erzähl mir noch was, aber das können wir ja auch später noch machen. Also erst einmal, das System ist ziemlich einfach am Namen eigentlich zu erkennen. Ich habe kluge Leute genommen, besonders intelligente Leute, nicht einfach nur Leute, die ganz, ganz viel Buchwissen haben, sondern Leute, die eben ein großes Potenzial hatten, dass sie dann eben zum Großteil eben noch mit Buchwissen erweitert haben. Da eben dann jemand wie Rupert Giles, beherrscht ein bisschen Magie, hat ein verdammt großes Wissen über Dämonen natürlich, weil das seine Aufgabe ist. Die Jägerin jagt die Dämonen und Vampire und der Wächter der Jägerin berät sie. Das ist im Prinzip die Rollenverteilung. Ah, okay. Also in dem mehr traditionellen hat er sie dann auch eben immer befehligt, aber das war innerhalb der Serie dann nicht mehr wirklich aktuell. Wen haben wir noch? Hercule Poirot ist ein neuer Spieler, den ich mir gerade dazu geholt habe. Detektiv. Meisterdetektiv. Against Sherlock Holmes, den hast du ja schon erkannt. Ja. Bis zum letzten Spiel war auch sein Bruder dabei, Mycroft Holmes, aber der hat das letzte Spiel nicht überlebt. Oh. Das ist seine dunkle Seite, der Bruder, ne? Nee, nicht um. Das ist nicht der Gegenspieler, der immer. Der Gegenspieler ist James Moriarty. Der auch im Team mal war. Oh. Ja, das. Die halten es nicht so lange hier immer aus. Das ist. Also die ganzen Leute aus dem Sherlock Holmes-Universum. Steinwurf, Atem ist voll. Ist K.O. Vielleicht eine Verletzung. Aber nur K.O., das geht. Ja. Kleiner Ausgleich, ne? Für das Mopsen der Wiederholungswürfe. Naja. Aber selbst wenn er da jetzt liegen bleiben sollte. Ach verdammt, ist ja auch gleich einer meiner Geschicklichen und auch ein Springer und so. Dann Hank Pym, das ist derjenige, der jetzt das Level abbekommen hat. Das habe ich noch offscreen jetzt schnell gemacht. Der hat jetzt das Ballentreißen dazu bekommen. Hank Pym ist der originale Ant-Man. Aus dem Marvel-Universum.
Sagt mir nichts, muss ich. Er hat einen Anzug erfunden und Partikel gefunden, mit denen er sich selbst schrumpfen und auch vergrößern kann. Weiß ich nichts drüber. Aber Ja, nicht mal. kann ich ja Das ist lernen im merkwürdig. Laufe des Spiels. Leider macht er das hier in dem Spiel nicht. Hat seinen Anzug vergessen. Okay, zumindest das läuft ganz gut. Der Blitz ist raus. Wir bekommen unsere Möglichkeit. Ah, verdammt. Ah, nur Rupert Giles ist da. Ich weiß gar nicht, wer der andere Assassine war. Auf jeden Fall hat der schon Multiblock und das ist natürlich immer sehr schön in Kombination mit dem Erstechen. Besonders, wenn dann Leute mit Rüstungswert 6 vor einem stehen. Das ist ein bisschen weit. Ach was, das schaffst du. Walter White ist aus Breaking Bad der Hauptcharakter, beziehungsweise einer der Hauptcharaktere, gibt zwei. Prozent. Erstes Mal probieren und gleich daneben. Kenne ich. Deswegen mache ich generell nichts, bei dem man würfeln muss. Dahin. Okay, die stört dort ein klein wenig. Miss Langes H17, Langes H14, Langes H13. Ich glaube, ich habe dein Benennungsschema herausgefunden. Ich hatte lange Zeit mit der Mannschaft Knockout gespielt, Menschen. Da haben wir auch zweimal gegeneinander gespielt in der Blood Bowl Liga. Und dann habe ich mir auch fantasievolle Namen ausgedacht. Stärke Dann habe ich 5. immer so lange an den Spielern gehangen und immer so mitgelitten, weißt du, wenn die dann einen Knacks hatten oder nicht mehr da waren, dass ich jetzt mal gesagt habe, das machst du jetzt anders. Zählst einfach mal die Nummer ab, lässt die Gefühle beiseite. So ganz geklappt hat es aber nicht. Ich hänge doch an meinen langhaarigen Amazonen. Die stört da ein klein wenig. Weiß, sie steht so einsam da rum. 5 Stärke. Wie soll ich denn da durchkommen? Hat auch noch eine Unterstützerin. Hoppala. Und noch eine Unterstützerin. Verdammt. Ja, das Team ist halt so alt. Zwischendurch ein bisschen Würfelglück gehabt. Aber auch etliche Downgrades dabei, Verletzungen. Wenn du die hier hat, wenigstens kein Tackle. Das wäre ja schon mal was, aber durchkomme ich damit noch lange nicht. Sollst du auch nicht gleich in der ersten Runde mir den Ball abnehmen und dann mit Touchdown-Bedrohung aufbauen. Das gehört sich eigentlich andersrum.
Hat einen geringen Rüstungswert, die können wir kaputt hauen, ne? Ja, immer mal drauf. Die kooperiert aber nicht. Das Rasend ist auch eine unterschätzte Fähigkeit, das wird sehr selten genommen. Ja, das Rasend ja, haben sie ja automatisch, deswegen. Bei dir? Hm. Achso, ja. Du meinst, du hast auch irgendwo, Moment mal. Nee, ich habe keinen Rasend dabei. Das ist immer so eine Überraschungsfähigkeit, die Leute alle so rauszuschieben, so. Hm. Hast du gesehen, was für ein Stadion du spielst? Dass ich dir Gastrecht gewährt habe. Dass du das entsprechend auch erwidern sollst, ne? Nein. Ich glaube, also es macht keinen wirklichen Unterschied. Du hast Elfenplatz, ich habe Elfenplatz. Ah. Aber mal kein grüner Rasen, sondern mal blau. Hm. Oh gut, wenn du den auch hast, dann kennst du die Farbe ja. Hm. Deine Zuschauer auch. Okay, einen gehen wir noch nach vorne. Hercule Poirot soll sich mal beweisen direkt in seinem ersten Spiel. Darf die gesamte rechte Flanke decken. Ja, wir wissen, dass die gut im Go for Ulten ist. Ah, jetzt will sie nicht. Wenn ich da weglaufe. 82%. Das dann eine andere Strategie. Ja, besser kriegst du es nicht als 82%. Bei einer 1 schlägt es immer fehl. Autsch. Braucht es aber auch die 3. Steht die nervige langes Haar 17 hier schon weiter vorne. Das ist ja. Also am nächsten Rand, das ist nicht in Ordnung. Ah, deine Blitze haben automatisch Oblotsch. Das ist ja interessant. Nett. Also für dich nett, für mich weniger. So viele Stärke-Ups. Sehr schön. Ah, schon der zweite Reroll weg in der zweiten Runde. Ich komme damit auch gut schon klar. Länger nicht mehr. Ja, das ist auch schon wieder eine Unterstützerin, die hier rumnervt. Und kipp. Kipp. Ja, genau, die Gefahr besteht. Ja, du musst sie aber auch laufen lassen, damit sie kippen kann. Ich lasse ein bisschen laufen. Aber wieso läuft die so weit außen rum? Weil du es ihr befohlen hast. Ach so, ja. Ja, genau. Die Wegfindung war auch schon mal besser. Ja, mach das. Da stehen deine zu dicht rum. Ach was. Mach das. Du musst langes Haar 01 mal ein bisschen vertrauen. Sie ist schließlich deine Spitzenspielerin, ne? Also, sie ist die Erste. Ich muss nicht gleich in der ersten Runde. Ist ja nicht die Erste, ist die Zweite. Ein Touchdown. So.
Und kipp. Hm. Deine Leute kippen zu selten. Hier bekommen wir einen Würfel. Acht Reichweite. Machen wir das mal. Das hasse ich ja, wenn man so einen Kreis um sich baut. Das ist ein einfach dämliches Spiel. Hm. Aber manchmal. Ja, ist eben ein Cage, ne? Ja. Kann man auch ab und zu mal machen. Okay, mal sehen. Hier hätten wir den Einwürfel. Wenn wir rankommen, haben wir den Einwürfel weniger. Das ist nicht so gut. Da setzt der. Die hat. Achso, doch, die ist Blitzerin, also hat sie automatisch das Blocken drin. Hier ranstellen bringt nichts. Die stört ein klein wenig. Mal sehen, wenn wir zwei Leute hier dran hätten, hätten wir einen Würfel. Yay. Okay, wir gehen mit Jason Solo hier hin. Der kommt aus dem Star Wars Expanded Universe übrigens. Hm? Han Solo kenne ich wohl, aber... Das hier ist der Sohn. Gehört zu den ersten Kindern, also zum Zwillingspaar, Jason und Jaina Solo. Irgendwie wollen deine Leute nicht umkippen. Das missfällt mir ein klein wenig. Ja, die Ladies sind standfest. Wissen, was ich gehört. Damit kommen wir auf den einen Würfel. Was? Als zwei? Oh, ja klar, die hat ja gar keine zusätzliche Stärke. Ha! Rechnet ja keiner mit. Klein wenig zurückziehen und dafür jo. Die umwerfen. Taktischer Rückzug. Sehr schön. Und damit haben wir die gleiche Anzahl an Spielern auf dem Feld. Bis zum Ende der Partie Pause. Das ist aber shit. Naja, bis zum potenziell nur bis zum nächsten Turnover. Wenn du mir also den Ball gibst, damit ich ihn auf die Touchdown-Linie bringen kann, dann... Ne? Genau, das machen wir auch. Wirklich schnell. So, da hast du mich jetzt hier aber richtig in die Enge geschoben. Das war der Plan. Dämlich.
Hecke. Wie gemein. Aber ich bin etwas überrascht, dass du Springen nicht benutzt hast. Autsch. Achso, das ist die andere. Ha! Die hatte keinen. Die hatte keinen Springen. Ich benutze das so selten, weil mir das nicht so richtig angezeigt wird. Na toll, jetzt habe ich sie jetzt verraten. Ja, aber es ist 67%. Dann stehst du wieder in der Deckelzone. Aber es gibt ja auch die Möglichkeit, ihr könnt ja auch woanders hinspringen. Zum Beispiel raus. Genau. Oder ich könnte hier auch zuhauen. Diese verdammten Tackler. Voll. Bin ich auch ein bisschen raus da. Toll, jetzt du. Muss ich wieder jemanden von dir K.O. hauen. Ja. Hast ja toll gemacht. Und sehr schön. Es bewegt sich nicht. Ja, du hast ja am Anfang gesagt, ich brauche mehr Standhaftigkeit, also vor der Aufnahme. Deswegen habe ich mir einen Blitzer geholt. Ist standhaft. Mhm. Oh, ja, mach das mal. Das ist interessant. Interessante Züge sind immer schön. Ich muss auch an meine Zuschauer denken, deswegen empfehle ich das und nicht wegen irgendwelcher anderen Beweggründe. Ist mir schon klar. Aber das ist das Spiel langweilig, wenn man ein bisschen Risiko eingeht. Hätte es auch anders machen können. Und wir folgen, damit wir nicht so am Rand stehen. Ist ja immer noch am Leben. Okay. Dann schicken wir Mr. Dry jetzt mal hier hin. Und sehr schön. Dann stellen wir uns noch hier ran. Dann nehmen wir diesen Ball. Wozu habe ich mir eigentlich die ganzen Rewards geklaut? Ich brauche die gar nicht. Seit 4. So. Das haut so nicht ganz hin. Okay, wenn das hier hinhauen sollte, sehr schön. Folgen. Dann können wir das hier riskieren. Achso, nee, den Blitz hatten wir schon. Ha! Ich habe die ganze Zeit überlegt, wo ich den Blitz jetzt setze. Und nicht mitbekommen, dass ich gar keinen mehr hab. Okay. Gut.
Ich muss immer noch ein paar von deinen Leuten rauswerfen. Denn momentan ist es so, dass du beim Turnover garantiert wieder volle Besetzung hast und ich nicht. Ja, jo. Ich vermisse ja auch Samantha Carter, die leider rausgeschmissen wurde, meine andere Hexenkriegerin. Die stärkere, die auf Level 6 ist. Au. Level 6, das ist natürlich auch schon beeindruckend. Hörst du jetzt auf? Ich brauch die noch. Aber nicht für den Touchdown. Den Touchdown kannst du auch so umpacken. Ja, aber ich brauch die danach. Aufstehen. So, erstmal die sichere. Nach dem Quatsch vorhin. Ich hätte erst noch ein, zwei rüberziehen müssen. Au. Man kann sich halt nicht auf Naffel verlassen. Doch, schon in gewisser Weise. So, da okay. Ja, nicht so schön. Voll ein bisschen. Das ist keine Unterstützerin. So, wieso läuft der so? Die bitte. Besser so laufen. Jo. Aber mal schauen jetzt hier. Darfst du irgendwas auswählen? Ah, du darfst den Ball weggeben. Meinst du? Und hat gefangen. Na, sowas. Aber gut. Ist zumindest vernünftig gelaufen. So. Okay, du stehst erst einmal auf. So. Ja. Nicht das, worauf ich gehofft hatte. Worauf hattest du denn gehofft? Auf das Schlimmste? Bei meiner Lady, oder? Na, ich hatte gehofft, dass da jemand umfällt. Also vorzugsweise ja. Jemand von dir. Okay, ein Schieben reicht. Wir folgen für später. Jetzt stellen wir uns hier hin. Und machen das. Sehr schön. So. Das ist ja diesmal eine ausgeglichene Partie. Ausgeglichen, ja, okay. Ist ein erheblicher Fortschritt, wenn man sich die letzte anguckt bei mir. So, okay. Aber du hast immer noch ein mehr K.O. bei mir gemacht als
ich bei dir und das ist auch nicht in Ordnung. Ja, das ist nicht in Ordnung, dass du mir zwei Würfel geklaut hast, finde ich auch. Das waren drei. Bei. Und ich glaube, das macht es wesentlich besser. Ich sehe gerade, bin nicht ganz sicher, ob mein Aufnahmeprogramm mich aufnimmt und mein Spielsound. Möchtest du das testen? Willst du auf Pause gehen bei diesem Spiel jetzt oder? Dann Ja, mach wäre das. ganz gut. Wie macht man Ja, mach das? das. Ich habe das noch nie machen müssen. Warte. Da. Rädchen. Nee, ja, Escape und Pause. Okay, gut. Danke sehr. Ich teste das. So, und da sind wir wieder. Ende der Pause. Ja, das offenbar ist der Sound einfach nur so leise, weswegen mein Aufnahmeprogramm zwar das aufnimmt, aber denkt, es nimmt nicht auf. Was merkwürdig ist, aber in Ordnung. Und auch nochmal in der Aufnahme. Danke an Osning für das Verständnis. Ja, gerne, gerne. Das hätte mir jetzt Zeit gegeben, hier zu denken, aber wie das halt so ist, ich habe nur an dich und deine Probleme und deine Sorgen gedacht. Okay, ganz so war es vielleicht auch nicht. So. Bums, dahin. Au. Rollen. Und jetzt ein paar Schritte weiterlaufen. Ja, Na, zumindest. lauf noch ein paar. Wenn du noch zwei weiterläufst, dann kannst du dort Walter White, Felicity Smoke und. Ach Mist, den hätte ich blitzen können. Scheiße, habe ich nicht gesehen. Ah. Naja, das ist ja gar nicht schlimm. Man kann ja so eine YouTube-Aufnahme noch komplett nochmal von vorne starten und so ein Spiel zurücksetzen Das und müssen wir uns resetten aber und mit der Verwaltung das ist hier in ja. Kontakt setzen. Ja, Naffel macht das schon. Der ist empfänglich, der. Ich dachte jetzt nicht an Naffel, ich dachte jetzt eher an. Ach Gott, wer organisiert das doch gleich? Zatuna? Damit das Spiel zurückgesetzt wird? Tatula ist Oh, verdammt. unbestechlich. Was ist Aber mit Naffel Chipmunk? nicht. Bei Chipmunk Naffel hat doch kann man auch irgendwas immer. damit zu tun, ne? Naffel kann man immer was in Trank mischen. Also ich kenne So, nur die jetzt komm Strategie mit mal den hier hin. Opferritualen. Das funktioniert oftmals ganz gut. Nicht immer, aber. Au. Nicht in Ordnung. Gar nicht in Ordnung. Oh Gott. Und wieder ein K.O. Was soll denn das dauernd? Ja. Ja, nein. Genau. Ganz schön voll hier. Jo. Okay, das geht. Ist jetzt nicht optimal. Genau, finde ich auch. Aber man kann damit arbeiten. Boah, den lasse ich mal hier. Reicht nicht wirklich. Reicht auch nicht wirklich. Jetzt habe ich mir den Weg hier noch schlechter gemacht. Das war echt nicht, was ich wollte. Das ist ein
50% ausweichen? Das ist ja nicht so. Also Moment mal, der zeigt mir das aus einer anderen Perspektive, ne? Oder? Ah ja, okay, das geht. Das geht. Theoretisch. Ja, da macht sich deine Geschicklichkeit bemerkbar. Ah, Moment mal. Aha. So. Mist, ich hab gedacht, den hättest du auf dem blauen Rasen übersehen. Sehen, das hier ist eine Unterstützerin. Wer einen Sherlock Holmes im Team hat, dem entgeht und natürlich und einen Artemis nichts. Fowl und einen Hank Pym. Oh. Okay, muss... So, ah, verdammt. Gut, ein K.O., das gefällt mir. Okay, wir laufen zuerst hier hin. Hui. Ah. So. Nein! Was soll denn das? Ah. Oh. Die ganze Zeit keine Fehlschläge bei 5 Rewards auf der Bank und jetzt die 2 hintereinander. Das ist nervig. Das ist das Schöne an Blood Bowl. Da kann man die Emotionen auch mal so raushauen. So, jetzt muss ich denken. Kann ich das überhaupt? Ich weiß kann nicht. Kann ich denken? Die wichtigere Frage, kannst du innerhalb von 3 Minuten und 30 Sekunden tatsächlich effektiv denken? Oder ist das vielleicht zu viel Druck? So viel Druck, dass du am besten direkt den ausdrückst, indem du auf Zug beenden drückst. Ja, mache ich gerade. Nimm deine Spielerin vom Feld, dann ist dein Zug beendet. Funktioniert das nicht. So. Dann schiebe ich die mal dahin. Folgen. Ich hätte mehr Rewards klauen müssen. Das ist definitiv das Problem. Ah, du hast auch Blocken. Dann was soll ich denn da? Ja, ich weiß auch nicht, was du da sollst. Komm, betrachten wir das doch mal realistisch. In dieser Halbzeit bekommst du eh keinen Touchdown mehr, du kannst ihn mir geben. Die Spieler in deinem Team sind so merkwürdig, weil die eben so alt schon sind. An sich total gut, aber mit einem Haufen Verletzungen. Ja. Also es ist ein wirklich interessantes Team. Sehr schön, freue ich mich drüber. So. Nein, nicht so viel. Kipp. Einmal muss gehen. Hm. Ja, jedes Mal was Schlimmes wünschen. Ah, 50% passen nur. Ist halt eine Fängerin, kann nicht werfen, aber sie hat den Ball gut aufgenommen. Das ist, wenn sie hierhin wirft, 67%. Dann kann die andere laufen, wenn sie ihn fängt. Aber wenn sie ihn nicht fängt, dann habe ich wieder den gleichen Käse wie vorhin. Ach komm. Einen Wiederholungswurf okay, habe ich danke, ja. Danke, Naffel, und bitte weiter. Oh, danke. Danke, oh. Naffel. So. Naja, aber immerhin hatte ich es im Kopf schon durchgespielt. Hm. Also bis zum Touchdown. Also im Kopf hast du einen Touchdown, das ist schön. Ja, Kopf habe ich noch dran. Gott.
wieder nur ein Schieben. Was soll denn das dauernd? So mittel. Da haben wir nur den einen Würfel, das ist ein bisschen wenig. Verdammt. Na gut. War ein unfairer Zug. Das war das, was nicht kommen durfte. Gut, das andere wäre natürlich der Sky gewesen, aber das auch nicht. Geht aber auch schlimmer, ja, ne? Weißt du. Wie gesagt, der Sky wäre das andere gewesen, was schlimmer gewesen wäre, aber... So war ja auch nicht schön. Ja, schon doof mit 5 Bewegungen, ne? Man kommt nirgends hin. Ja. Du kannst natürlich die Abkürzung nehmen und direkt an Stephen Hawking vorbeischleichen. Oder du machst das, ja, das geht auch. Die macht schön geradlinig, kein Problem. Ich meine, wenn die bei so einer schönen geraden Strecke umkippen würde, dann müsste die ja wirklich schon Probleme haben. So, dann wollen wir mal gucken hier. Dann noch ein paar Schritte weiter. Naffel belohnt übrigens risikofreudige Spieler. Also wenn du so ein Wurf ja, da eben... Habe ich vorhin ja gesehen. Hat er nicht... Das war kein vernünftiges Risiko. Du brauchst ein richtiges Risiko. Dann belohnt das. So, dann wollen wir mal gucken hier. Was meinst du, wie viele Unsinnsaktionen bei mir da schon funktioniert haben, weil ich Risiken eingegangen bin? Das waren bestimmt um die 2. Ne, waren wesentlich mehr. In der Stunde größter Not hilft da manchmal. Zum Beispiel jetzt. Ah, in dieser Stunde aber. Du hast ja noch nicht die Stunde größter Not. Oh! Gratis SSP. Bin ich leicht angefressen. Ach Gott, jetzt kommen die Double Skulls. Sehr schön. Wurde auch Zeit bei Rüstung 6. Das war eben merkwürdig. Bei hohe langes H6 wurde die... Moment, nicht langes H6. Welche war das? Langes H2 wurde das Bild von Felicity Smoke angezeigt. Okay, die Würfe, die hier gerade so kommen, gefallen mir jetzt nicht wirklich absolut. Ich denke, das kann ich so sagen, ohne zu übertreiben. Ach, rasend. Und jetzt noch so ein super Wurf. Scheiße. Ah, los, machen wir das.
Erstaunlich, wie viele Leute du hast mit Rüstung 6. Ich meine, 7 ist das häufigste Ergebnis, das. Ja, du hast ja auch gerade einen. Du hast doch auch gerade dafür gesorgt, dass wieder eine Verletzung. Ja, aber nur verpasst das nächste Match. Also, das ist ja nicht Schlimmes. Nee, aber Rüstung 7. Das Ergebnis 7 ist das, was am meisten kommt bei 2 Würfeln. Deswegen sind Rüstungsbrüche bei Leuten mit Rüstung 6 die Norm. Es ist unwahrscheinlich, dass sie keinen bekommen. Und deswegen ist es verdammt erstaunlich, dass du so viele hast, die noch leben, die Rüstung 6 haben. Es sei denn, die haben das alle erst kürzlich bekommen. Nee, die haben das ja schon die ganze Zeit über gesammelt. Was mache ich jetzt? H2 hat ja die zwei Okay, ich sehe aber nicht, wann die gekommen sind. Ach, die hat sogar 3 schon gesammelt. Ojo. Ja, sie hatte einmal plus Geschicklichkeit, aber dadurch, dass es reduziert wurde, ja, das kenne ich auch. Wird nicht. Hatte ich auch schon. Ich glaube bei Beweglichkeit dann, dass ich einen Punkt dazu und einen verloren habe. Ich würde ganz gerne mal eine von deinen Rüstung 6ern stechen, damit ich einfach sehe, wie die Wahrscheinlichkeit dort ist. Das wirkt 42 ja. Ist es bei Rüstung 7. Dann nicht mehr. Ist total anstrengend, den Assassinen mal Dings dazu geben. Ausweichen noch. Ich bin mit Elfen ja gewohnt, dass meine ganzen Leute ausweichen bekommen. Also schon von Anfang an haben, wie deine Amazonen auch. So, meine einzige Chance. Den anderen lasse ich nicht aufstehen. Was macht das Spiel? Nichts. Du kannst was aussuchen, aber ich kann gar nichts sehen. Was suchst du aus? Gibst den Ball weg. Und der hat noch gefangen. Verdammt, falsch rum! Nein! Ach Gott! Das war dämlich. Ich bin nicht gewohnt, dass ich rote Würfel hier angezeigt bekomme, dass ich da was aussuchen kann. Das ist. Ich muss das Risiko eingehen. So. Sitzen kann ich nicht mehr. Kann ich aufstehen? Macht das Sinn oder schiebst du mich dann raus? Weiß nichts. Ich weiß von nichts. Keine Ahnung. Bewegen, ausweichen. Wenn du nach oben ausweichen würdest, wären es nur 50%. Andererseits müsstest du dann nochmal ausweichen, um dann dahin zu kommen. Es wären 50, 67 und... Ja, das war's. 50 und 67. Egal. Komm. Ich... Geh auf. Morgen. Muss es probieren. So. War jetzt ja nicht so optimal. Nubbelt sich da ein bisschen. Die hat keinen Tackle, ne? Und wir haben den eingebauten Reroll dafür. Okay. Ja. Na gut, es hätte aber auch anders kommen können. Durchaus.
Yay! Jo. Danke sehr. Glückwunsch. Aber auf den letzten Drücker. Jo, spannend gemacht. Nur für die Zuschauer. Ich hätte in der ersten Runde einen Touchdown machen können. Hätte ich gewollt. Ja, wie aber gesagt, Spannung für die Zuschauer. Ja. Gut, und die Zuschauer sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, diese Folge hat gefallen. Lebt wohl, hinterlasst Kommentare und adios.